willkommen zurück zu Dead Island Riptide. Mit dabei die Lori, die irgendwo schon am Aufnehmen ist und sich schon hier so ein rumeiert. Hallo. Hi. 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 Na du? Ja, alles gut? Ich bin hier so ein bisschen gestrandet, ne? Da war so ein Schiff, da war ich drauf, ich weiß nicht warum, schwarz gefahren, ne? Und zack, wo bin ich hier? Schwarzfahrer, scheiß Schwarzfahrer, ich flüchte jetzt, ich will nichts mit dir zu tun. Ich hab nichts gegen Schwarzfahrer, ne? Ich bin auch tolerant gegenüber Schwarzfahrern. Ich bin ja nicht so. Warum eigentlich Schwarzfahrer? Warum heißen die nicht Weißfahrer? Das finde ich rassistisch. Ja, aber wenn sie Weißfahrer heißen, dann ist das auch rassistisch, oder? Ja, natürlich. Es kann man sie nicht einfach Fahrer ohne Fahrschein nennen? Fahrer ohne Fahrschein? Das ist dann wieder so lang und da muss man dann wieder. Wo läufst du eigentlich hin? Ich renne da gerade ein paar Sachen auf. Ach so. Dann muss ich das nicht tun. Ich bin hier immer noch am Strand, an der Position, an der ich mich eingeloggt habe. Ich habe mich nicht einen Meter weit bewegt. Jetzt bewege ich mich natürlich so ein Stückchen. Aber es sind überall nur Tote. Du bist gerade gefahren. Ich fahre nicht. Ja. Hallo, sehe ich aus wie jemand, der fahren kann? Schwarzfahrer. Oh. Ich habe keinen schwarzen Charakter. Ja, stimmt eigentlich. Ja, stimmt, wir haben eigentlich gar keine Schwarzen ausgewählt. Ich meine, ich musste notgedrungen die Asiatin nehmen, aber ja, sonst so wie hätte immer. Ich natürlich eine weiße Person. Haben die Typen genommen. Hier eigentlich noch irgendwas zu sagen? Nee, ne? Ich weiß es nicht, aber hinter uns ist voll die geile Sache da. Haben die noch was zu sagen? Nee, die haben nichts zu sagen. Ah, komm mal mit. Wir sollen ja nach da hinten hin. Wir sollen ja beim Dorf da mal vorbeischauen. Uns wurde gesagt, ja, hier gibt's ja irgendwie auch wieder jede Menge Zombies. Das ist doch toll. Ah, okay. Ne, ein, zwei Zombies gibt's hier. Achso, wirklich? Hey, cool. Energy Drink. Hey, cool. Ja, Snack. Aber ich kann dir sagen, in diesem Haus gibt's die urgeilen Sachen. Echt? Jo. Wo weißt du das? Weil ich vorher schon mal hier war. Wow, ich will da rein. Ja, ich will auch da rein, weil da gibt's Armor und lauter so lustige Geschichten. Was du alles weißt, was es hier drin gibt. Da ist eine Tür. Voll. Kannst du die aufmachen? Nö. Ja, dann müssen wir rauf. Ja, dann müssen wir halt von oben reinspringen. Achso, ja, bin ich ja vorher auch. Okay, cool. Dann gibt's für uns hier nix. Achso, du rennst jetzt gleich rauf. Ja, klar. So. Mann, was dachtest du denn? Hallo, ja, später vergessen wir es wieder. Aua. Na. Das vergessen wir nicht. Oh, toll. Oh, wow. Boah, was du hier alles verpasst, du. Wow. Hey. Wie, Inventar ist voll? Bitte sag nicht, mein Inventar ist voll. Ach so, von da muss ich wieder einspringen. Ich war ganz oben. So, eine Aufzeichnung und ein Molotow. Willst du auch noch einen Molotow? Nee, ich hab schon jede Menge Molotow eingesammelt. Okay, da redet gerade einer. Ja, das machen die öfter. Es gibt ja nicht mal Untertitel dafür. Ja, voll! Weißt du, extra Untertitel eingestellt und sowas. Ich kann hier den schwachen Flanschstreitkolben nicht einsammeln. Du musst ganz, ganz nahe hingehen oder dich auf die Kiste stellen. Ernsthaft? Ja. Voll. Naja, die Dame hat auf jeden Fall gesagt, ach jetzt. Da ist irgendwie eine Krankheit in der Hood und ihr Mann ist auch davon betroffen und ja, erwacht und ja, voll klar. Das Übliche. Warum schaust du mich so an? Und dies und das und jenes und oh, hier liegt was. Oh, hier liegt was. Reiß dein Brett raus. Ja, ne? Es lag da so rum. Voll, Alter, ich back da gerade in einem Seil fest. Kannst du? Ja, back dir ein Eis. Ja, back dir ein Eis. Aber es gibt ja wirklich so gebackenes Eis, kennst aber du es sieht hier schon schön aus, ne? Ja, es schaut wirklich schön aus. Gebackenes Eis gibt es wirklich? Urlaub. Ja, wirklich, gebackenes Eis heißt. Packst du dann das Eis dann irgendwie in Paniermehl und packst es in einen Backofen oder in Fritteuse oder was? Ja, das ist so ein Kuchen, der ist um eine Eiskugel drumherum. Und das wird dann in die Fritteuse geworfen und gibt es beim Asiaten. Ernsthaft? Ja,
Okay. Kennst du das nicht? Nein. Das ist urgeil. So richtig geil. Das ist geiler als alles, was geil ist. Geiler als diese Aussicht hier? Auf Berge und Stein und Wasser und Sand? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich weiß auch nicht. Wasser habe ich auch zu Hause aus dem Wasser. Ne? Ja, also, stimmt. Von daher, so special ist das jetzt auch nicht. Voll. Wo bist denn du jetzt hingelaufen? Ich bin hier. Ja, wieso bist du jetzt weggelaufen? Ja, weil wir da lang müssen. Also, wieso gibt es hier so viele Zahnräder, sag einmal? Bei mir nicht. Ich habe da schon alles aufgesammelt. Ich habe voll viele aufgesammelt. Das ist einfach, ne, der Strand der 1000 Zahnräder. Ja, aber so. Der ist legendär, den findet man auch auf Google Maps. Typ. Ne, das ist vollkommen normal. Ja, total. Unglaublich. So. Ah ja, übrigens, ich müsste meine Fähigkeiten upgraden. Können wir kurz mal stehen bleiben, bitte? Ja, bleib doch stehen. Ja, oh mein Gott. Hier ist ein bisschen so ein Halbtoter. Raserei, Stufe 16. Sag mal, welche Stufe hier überhaupt? Ich weiß nicht. Kann das sein, dass ich meinen alten Charakter genommen habe? Welches Level hast du? Weiß ich nicht. Stufe 16 habe ich. Nein, hast du es nicht. Habe ich nicht? Hast du nicht den alten Charakter. Na puh. Gut. Fällt in der Brandung. Kann bei Raserei nicht niedergeschlagen werden. Ja, das nehme ich definitiv. Und ich dachte jetzt schon, können wir hier überhaupt speichern? Nein, können wir gar nicht. Wieso hast du deine Raserei aktiviert? Ich wollte einfach nur mal testen, welche Taste ist dafür überhaupt zuständig. Y. Ja, habe ich jetzt auch mitgekriegt. Ich habe das, glaube ich, in Dead Island 1 niemals verwendet. Nein, nicht einmal. Das Typ und jetzt gleich. Das sind keine Zombies, wir könnten mal Raserei machen. Ja, man muss ja vorbereitet sein. So, und der Kopf da, der hat mir nicht gefallen, musste weg. Der Kopf da hat mir nicht gefallen. Da und der da, ne, also man muss ja, ne? Und so. Ups, geht ja nicht. Du? Ja, was machst du mit den Köpfen? Komm lieber mit abhauen. Hier. Abhauen. Ich meine, ich habe eine Brechstange in der Hand. Normalerweise muss ich zweimal draufhauen. Du solltest sie abbrechen. Ja, habe ich getan. Erfolgreich. Ach so. Cool. Oh, hier ist es ziemlich laut. Wo ist es laut? Da drüben sind voll viele Zombies. Hey, cool. Lass reinrennen. Reinrennen. Zombies. Ah, da können wir. Hey, guck mal, da liegt einer. Jetzt nicht mehr. Hey, guck mal, da liegt auch einer. Oh, der hat Alkohol. Cool. Hey, cool. Das machst du aber schön, was. Ich kann mir keiner. Super, vielen Dank. Oh, warte, ich nehme meine Molotow. Fuck. Ein Geher, Stufe 15. Aua! Ein wilder Geher, Stufe 15 erscheint. Nichts passiert. Ein wilder Geher. Pokéer. Ja, so. Das ist ein Profi-Geher. Voll. Profi-Geher. Was? Du sollst mir nicht handeln. Boah, Alter, ey, tu mal nicht mich handeln, ja? Ich hab den Alter, das finde ich nicht okay, ja? Ja, ich hab ihn jetzt eher abgebrochen. Tut mir leid. Bauplan, genagelt, Nägel, Alkohol. Ich habe jetzt da alles aufgehoben, was da war, gell? Ja, das ist okay. Hauptsache, ich nehme dir alles weg, aber das ist eh auch okay. Ja, ich verkauf's eh nur für. Nein, ich guck's und Nütten, ne? Aber Kekse und Nutella. Kekse und Nutella in der Zombie-Zeit? Wirklich? Hallo, es ist immer Zeit für Kekse. Okay, cool. Kekse gehen immer. Kekse sind cool. Ja, aber ich esse halt nie Kekse, deswegen kann ich das nicht so nachvollziehen. Ja, aber warum denn nicht? Kekse sind doch super. Ja, aber ich bin nicht so der Kekstyp. Oh, das geht doch nicht. Juri, also, das Let's Play ist ab sofort beendet, das geht so nicht. Ich könnte gerade mit Handys laden handeln. Ah, Henry. Ja, mach das nachdem wir sie gerettet haben, nicht während sie noch irgendwie attackiert werden. Schade. Aber das ist doch so lustig, wenn sie attackiert werden, komm. Ja, ich versuche ja auch in Fallout den Endboss anzuhandeln, aber klappt auch nicht so gut. Da, das Space. Komm, Henry. Hey, Henry, hey. Der alles hat hinfälliges Eigenbaummesser. Nein, das ist das, was du hast. Das ist ein Lager. Deswegen heißt ja auch Henrys Lager. Ach so, ich habe Henrys Laden gelesen. Nein. Hast du nicht? Ich muss mich hier umschauen. Doch, ich habe Laden gelesen. Nein, hast du nicht. Doch, okay. Mann, Leute.
Seite. Handle mit Zoe. Stark erotische Stockmesser. Hey, cool, ich hab einen Snack. Du hast Snack? Ich hab Snack. Eigenbaumachete. Ja, das will ich mit Zoe. Klingenwaffen. Ich habe die Eigenbaumachete gekauft und jetzt werde ich einige Sachen verkaufen. Schwacher Baseballschläger, tschüss. Verkaufen. Ich komme nie und nimmer auf den Wert von dem Ding. Das ist ja 4000 noch was. Ach so, das? Nee. Aber ich hätte gern so. Na gut, ist diese auch auf Stufe 21? Ja, nee, das kann ich sowieso knicken. Ich hätte gern so ein Upgrade-Dingens gerade. Das ist der, wo man so upgraden kann. Aber ich glaube, das gönne ich mir. Was denn? Ein stark exotisches Stockmesser. Ah, das habe ich mir, glaube ich, nicht leisten können. Das ist super exotisch, ja. Also das ist so exotisch, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Voll erotisch. Ah, hier ist das Tisch. Nicht erotisch. Lori. Ja. Ja, das habe ich vermisst. Ja, ich weiß. So, dann Nägel abbrochen. Passt, ich brauche nichts modifizieren. Oh, hier ist es. Ich möchte schön. Aber modifizieren vielleicht, eventuell. Hier. Bauplan genagelt. Ja, dann habe ich auch bekommen. Wenn du Nägel brauchst, ich habe einige. Ich nehme gerne Nagel, aber ich brauche eigentlich noch was anderes dazu. Verdammt. Ich habe nichts, was ich damit machen kann. Also halt eine vernünftige Waffe dafür. Die ich Baseballschläger oder so, gell? Hab ich nicht. Sorry, oh mein Gott. Und schlägt der Husten zu. Ja, also plötzlich Hustenanfälle. Das ist vollkommen normal. So. Voll. Sollen wir da mal zu unserem Questgeber gehen? Ja, voll, da ist irgendwo ein Rufzeichen. Ja, der hier. Oh, Jesus. Voll. I thought we were goners. Where the hell did you come from? Ja, von draußen, da komme ich her. You know, we need to talk about that bridge. It's funneling those things right to us. You're not telling me anything I don't know. The bridge is our bloody weak spot. We've got some fences. Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. Can you lend a hand? Ah ja. Er hat gerade gefragt, ob wir ihm eine Hand leihen können. Ja, wir nehmen erstmal die Quest an. You can count on it. I appreciate it. Also, grab the old fences and put them up in the designated spots. Gut. Aha. Yay, Wir haben eine Quest, Quest. Ich habe einen Zaun gefunden, Wow, starkes Mädel. Ja. Na, ganz allein kannst du das. Was soll ich? Du hast mich ausgesperrt. Wirklich? Danke. Ja, du hast mich wirklich ausgesperrt. Wenn du da draußen stehst. Du hast mich rausgeschubst. Ist doch wahr hier. Boah, wie du gehst, du lustig. Ich gehe halt so, ja, das ist ein Geburtsfehler, ja? Ja, das ist ein Geburtsfehler. Ich kann auch nichts dafür. Ist halt so. Einen gibt's noch. Ja, ich weiß. Du kannst nichts dafür. Ja, ja. Hey, ich hab einen Zaun. Maschendrahtzaun. In the morning. So, haben wir die Quest erledigt? Dann? Bereite dich auf die Verteidigung des Dorfs vor. Ja. Voll. Aber fertig. Vorher muss ich noch. Nein, ich muss noch upgraden, bitte. Oh. Maximal Gesundheit bei aktiver Raserei. Sie kommen! Flugschlag. In Massen! Kommen sie wirklich gerade? Es wurde auf jeden Fall gesagt. Achso, ja, dann. Ich warte darauf, dass andere Spieler fortfahren. Drücke B, um schnell zur Gruppe zu reisen. Dann bist du direkt hier bei mir. Oh Gott, wo bist du? Sie sind da, sie sind hier, sie sind dort, sie sind überall. Ah, sie ist mein Kopf. Moment, sie sind nur da. Ich glaube, wir sollten darauf gehen, oder? Glauben ist nicht wissen. Stärke der Horde wird da oben angezeigt. Stärke der Horde, voll. Lauf doch mal hier. Ich hab eh eine Raserei. Lauf doch nicht weg. Ja, heb sie auf. Wirklich? Ja, man weiß nie, ob hier ein Schläger kommt. Okay. Sie reißt die Zäune ein, der Penner. Gott, es gibt kein Kleingeld für euch. Voll, kein Kleingeld hier. Weg, nein, aus. Aus, aus, aus. Sie brechen durch. Sie brechen durch. Und sie laufen zum nächsten Nacht, wie bescheuert.
Aua. So, soll ich wirklich nicht rasen? Nein. Bist du sicher? Ja. Nachher kommt hier so ein Schreier, ein Schläger, ein keine Ahnung was, weißt du, und dann hast du keine Raserei. Stimmt. Das muss doch nicht sein. Doch, wieder was. So, geh weg jetzt da. Oh, die schaut aber schon ziemlich böse aus. Hol dir am besten einen Energy Drink, wenn du wenig Energie hast. Ich hab mich schon geheilt. Ah, okay. Und die spielen hier mit den Zombies rum, weißt du, so, ja, drauf treten hier. NPCs. Voll. NPCs sind die schlimmsten. Ja, ich weiß. Die haben es verdient zu sterben. Ist doch wahr hier. Weißt du, und die richtigen Zocker hier, weißt du, looten wenigstens noch. Ja, sicher. Man muss ja looten. Ohne Loot kommt man ja nicht aus. Ohne Loot ist nicht gut. Ohne Loot ist nicht gut. Ist doch wahr. Mit Trevor. Hey, cool, ich habe auch Nägel. Hey. Wirklich? Oi. Ja. Geh mal ganz kurz auf Reparieren hier. Ach ja, kann ich auch was machen. Reparieren kann? Ja, ich kann was reparieren, natürlich. Reparaturkosten 88 von 299. Ich glaube, ich weiß nicht was. Ja, das haben wir nicht vermisst. Die tollen Reparaturkosten. Wirklich. Bloody hell. I was hoping it wouldn't come to that, but they would have overrun us. The fences are working, but you were right about the bridge. We need to blow it. It's too dangerous. Take this flare gun and use it to ignite the barrels by the bridge. Aha, okay, ich muss mal ganz kurz, wenn du ganz kurz warten kannst mit mir. Ja. Alles ein bisschen lauter drin, weil. Aber wir müssen eine Brücke sprengen. Beeil dich! Oh mein Gott, ja! Beeil dich! Jetzt ist ja, mach inne! Lauf! Wohin? Da, wo es auf dem Radar angezeigt wird! Künstlichen Stress produzieren! Do it! Do it! So, ich schieße! Es ist kaputt, ich hab's kaputt gemacht! Oh Gott! Wo ist das zweite? Es gibt eine zweite? Weiß ich nicht, ich hab auch so eine Waffe. Und werd dauernd angegriffen. Angerufen, wollte ich gerade sagen. Ja, wir werden alle manchmal angerufen. Hey, ich hab einen Aufstieg. Super, du hast die Quest abgeschlossen. Ich renne in die falsche getan. Richtung. I heard the explosion. You blew the damn bridge? Was that really necessary? Oh, thank God you survived. Yeah, now I owe you something, motherfucker. Get up, you son of a bitch. Whoa, whoa, whoa. That's verdient. Apparently you all met. I know what it looks like, but I swear to God I meant you no harm. Uh-huh. That operation was out of my hands. It was Serpo. So who was he? He works for a private concern. His superiors own my superiors, and they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that he... What exactly are they doing here, Colonel? The rumor is they're trying to weaponize this plague for use as a bioweapon. Being immune, my guess is your blood is essential for their research. You knew this, yet you did nothing to stop them. I'm a soldier. I follow orders. Well, soldier, here's an order for you. Go fuck yourself. Just listen to me. I can help you. There's a military outpost in Henderson, and I know the commanding officer. They have food, water, weapons, and a way off this bloody island. Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I understand how you feel, but we don't have much time here. This island, it's about to be nuked. Nuked? Yeah, we heard that same story on Benoit. Ain't no bombs fell there. Are you sure about that? This would explain all the air traffic recently. Choppers flying out with equipment crates. That's right. They have to cover up what they've done here. And once they're through evacuating the island... They're dropping a bomb? Listen, I trust this asshole about as far as I can throw him. But if what he's saying is true, we should need to get off this goddamn island. Fuck me, man. So, Henderson it is then. If that's the case, then we're all coming with you. All right then. Let's move. Only five of us are immune, so some of us should stay and defend the camp while the rest scout for a way out of here. Good. Let's get to it. All right, Colonel. But if you're lying to us, God help you, because we sure won't. Genau. Okay, weißt du Bescheid. Voll, ich habe noch immer diese Flare. Also diese Ja, die Kanone. Dürfen wir jetzt wahrscheinlich auch behalten. Aber weißt du, was wir auch haben? Was denn? Wir haben das Ende der Folge erreicht.
Oh mein Gott, wir haben das Ende der Folge erreicht. Gibt's dafür ein Achievement? Panik. Okay, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dead Island Whiptide, wenn wir dann hier weitermachen und Gedöns machen und ja, mal gucken, was daraus wird. Das wird bestimmt großartig und ein bisschen furchtbar. Voll. Total. Ne? Also dann. Bis denn. Bis dann. Ciao, ciao.